12. Dezember. Mit Zeitzeugen durch den Advent. Als nun Jesus geboren war, in Bethlehem? Matthäus 2, Vers 1. Bethlehems Bewohner. Bethlehem, eine Stadt im Ausnahmezustand. Ich glaube, so könnte man gut den Zustand Bethlehems zur Zeit der Geburt Jesu beschreiben. Ähnlich wie heute, wo überall nach Unterkünften für geflüchtete Menschen gesucht wird. Jedem gläubigen Juden war damals schon bewusst, dass Gott sich nicht nur über Gastfreundschaft, Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft und Großzügigkeit freut, sondern dass es ihm ein regelrechtes Anliegen ist, dass die Armen, die Bedürftigen, die Ausgeschlossenen versorgt werden. Genau deshalb macht Gott sich mit diesen Menschen eins in Jesus. Denn auch er war ausgeschlossen. Nicht mal in der Kleinstadt war er willkommen. Er kam außerhalb der Gesellschaft zur Welt. Josef sollte einen Sohn großziehen, der nicht sein eigener war, weil der Schöpfer von Himmel und Erde Mensch wurde. Ja, noch viel mehr. Er kam aus einer Art Patchwork-Familie. So würde man heute oberflächlich sagen. Allerdings waren es keinesfalls bei Josef und Maria Umstände wie Untreue, Scheidung oder Wiederheirat, die zu dieser prekären Familiensituation geführt hätten. Hinter diesem Familienplan steckt ein absolut ewig moralisch fehlerloser Gott. Es gab keinen Platz. Das ist das Einzige, was wir über die Bewohner Bethlehems wissen. Unsere romantisch kitschigen Weihnachtsfamilienfeiern, die erinnern mich an die Bürger Bethlehems. Denn gefühlt hat Jesus nichts mit seiner eigenen Geburtstagsfeier zu tun. Wir feiern einen obdachlosen Gott und hauen uns an Weihnachten die Bäuche voll, während draußen in der Welt, in die Gott selbst kam, Menschen geistlich und körperlich verrecken. Wenn Jesus unser Herr ist, dann hat er uns nicht nur gerettet für den Himmel, sondern er befähigt uns, durch seinen Geist heute noch seinen Willen zu tun. Dazu gehört es praktisch, Nächstenliebe zu leben. Die Liebe zu Jesus zeigt sich im Einsatz für Menschen. In dem Lied »Was hat wohl der Esel gedacht?« von Manfred Siebald heißt es am Ende: »Doch wer ihm die Türe aufmacht, für den ist jeden Tag heilige Nacht.« In meinem Leben soll immer Platz für Jesus sein. Wie sieht es bei Ihnen aus?